Hallo zusammen, Future und Luina sind wieder da. Nach langer Zeit geht es jetzt weiter mit Outlast. Wie versprochen, wir brechen es nicht ab, nur wir brauchen unsere Zeit, bis es wieder weitergeht. Genau. Und ich glaube, da hinter dir kannst du wegschieben. Nicht da, das da. Und ja, aber das bringt mir nichts. Nee, das ist der Raum, wo ich rauskam. Hier. Ich muss etwas anderes wegschieben. Warte mal, ging es nochmal mit der Kamera? Rechtsklick, genau. Night Vision war F. Ah, das ist da, wo wir sonst versteckt hatten, wenn der Freak kam. Genau. Um den geht's ja heute auch wieder. Oh nö. Da ist er schon. Wie renne ich denn nochmal? Wie ducke ich mich nochmal? Mit STRG, okay. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Da war der Typ jedenfalls. Da liegt eine Batterie. True Story. Da ist die Sau. Mhm. Fummelt mit seiner Schere rum. War sicher, dass es da nicht weitergeht? Aber trotzdem kannst du das doch da frei machen und somit hättest du doch dann wieder noch einen weiteren Fluchtweg. Das stimmt allerdings. Das Spiel ist gerade ganz schön laut auf meinen Ohren. So, Freundchen, wo bist du denn? Da ist er, ich entdeckt. Nee. Kommt der? Ich weiß es nicht. Ich kann schon wieder nicht hingucken. Kaum haben wir angefangen, kann schon wieder nicht hingucken. Lol. Ich hätte ihm zuerst die Füße abschneiden sollen, sagt er. Ja komm, verpiss dich. So ist brav. Warte. Ja, der campt uns hier, ne? Der ja. Gute. Also ich glaube, da geht's aber weiter. Das mit dem Fluchtweg ist richtig, aber da geht's nicht weiter, das weiß ich. So viel erinnere ich mich noch. Das Ding ist, du musst ja ganz schnell wegschieben können, um dann weiterzukommen. Oh mein Gott. Ich habe eine ungefähre Ahnung, wo es weitergehen könnte. Da ist er. Oh. Sexy Poppes, der hat nichts drunter. Kommt schon wieder zurück. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hätte gern ein Zielfernrohr. Und eine Waffe. Der Nucky Dider. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier in den Schrank schiebe. Jetzt kommt er. Oh, wie er uns halt campt, ne? Der Lappen. Oh Mann. Geh doch weiter, bitte. Mit deiner Schere brauchst du nicht rumspielen, die kennen wir schon. Ein schön großes Ding, ne? Der ist auch verkabelt oder so, ne? Mhm. Nobody likes a quitter. Aber wenn er doch da die ganze Zeit da hinkommt, dann muss da doch einfach irgendwas sein. Da ist nicht der Ausgang, glaub es mir. Ja, okay. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, um die Ecke zu gucken, wenn ich ehrlich bin. Kann ich verstehen. Zuck nur bitte nicht, weil sonst habe ich einen Ellbogen direkt in der Fresse. Oh, ja, wir müssen... Das ist doch scheiße, wie soll man so dann hier wegkommen? Oh Mann, das war knapp. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich einfach an dem vorbeirenne und drauf scheiße. Na, so Leroy Jenkins. Ja, der one-hitted uns ja nicht. Ja, erst beim zweiten Mal, ne? Ja, vielleicht bleibt ja einfach nichts anderes übrig. Oder du musst echt Stück für Stück diesen Schrank, kannst du das unterbrechen? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Animation echt laut und echt lange dauert. Ja, deswegen... Ganz ehrlich, ich mach das jetzt so YOLO-Style, ist mir egal. Okay. Wir wissen ja, was uns erwartet. Der Typ haut uns und wir sterben nicht instant. Beim zweiten Mal schon. Geht der jetzt tatsächlich weiter? Und ich will doch nicht hier in dieser Animation festhängen. Ich mag das nicht. Ja, du hast natürlich erkannt. Arschloch.
runter. Die Musik direkt weggeht. Hat er das gesehen? Ich glaube, er weiß, dass wir hier sind. Boah, instant Gänsehaut. Boah, wirklich instant Gänsehaut. Hat sich das Ding dann ein bisschen bewegt? Ja, hat es. Und du konntest das abbrechen, ja? Ja, ein Stückchen weiter sind wir. Oh. Ja gut, durch den Umstand, dass er uns jetzt hier campt, müssen wir den de facto wegschieben, damit wir irgendwie hier den flüchten können. Ja, richtig. Weil er halt den Gang hier patrouilliert. Oh Mann. Scheiße, schon wieder in die Hose, Alter. Alter. Kommt jetzt wieder hier lang? Ja, der kommt wieder da lang. Och Mann, das ist doch nervig. Ja, du kommst wieder. Ich weiß, du bist ein ganz böser Bube. Muss man nachladen. Genau dafür ist dieses Bett da, dass man da campen ja. kann. Schnipp, schnapp. Hey, nobody likes a quitter. Ja, sagtest du bereits, mein Freund. Komm, geh. Ich will dich hier nicht sehen. Schnipp, schnapp. Macht er die ganze Zeit mit seiner Schere. Lustig. Hier schon. Miau. Jetzt ist die Chance. Du, also, gib ihm und... Kommt der schon wieder? Na klar. Hast du es geschafft? Ich weiß es nicht. War er schon um die Ecke? Scheiße. Aber das ist schon ein bisschen dumm, wenn du überlegst, hey, dass er da... Nobody likes a quitter. Der ist doch voll weit weg gewesen. Niemand mag einen, ja, einen, der aufgibt quasi. Jemand, der was abbricht. A quitter. Also geht er schon fast davon aus. Er weiß, dass wir hier irgendwo sind. Nur ist so dämlich, mal in das Bett zu gucken. Gott sei Dank, Junge. Gott sei Dank, man sagt, ich hätte gerne Pumpgun. Ja, ich hätte auch gerne eine. Welche. Einmal noch. Los, 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 los. Ja, erstmal muss er uns nochmal finden. Hast du es jetzt zu Ende geschoben? Ja. So, beim nächsten Schrei sind wir durch. Also jetzt kannst du die Tür öffnen, ja? Ja. Oh, Junge, Junge. Ja, komm, hau ab. In Gedanken kann ich singen, oder? In Gedanken, ja. Okay. So. Warum fällt mir dann schlagartig 1, 2, 3, Freddy kommt vorbei ein? Finde ich uncool. Die Musik sagt mir immer noch, ich bin nicht sicher. Ich kann gar nicht mehr hingucken. Jetzt oder nie? Sicher, dass es da nicht weitergeht. Mach zu, mach zu, mach zu! Er hat uns gefunden, er hat uns gefunden. YOLO! Ich darf ihn, glaube ich, direkt in die Arme. Nein, fick dich! Nein, Bella, von da kamst du doch. Ja, ich weiß. Oh, da sieht man wieder die sexy Fingers, die nicht mehr da sind. Hätte der nicht schon längst verblutet sein müssen oder so? Ich weiß nicht, wie viel man so aus Fingern blutet im Durchschnitt. So oft wurde dir noch kein Finger abgeschnitten, würde ich damit sagen. Der ist bei uns im Rücken und ich kann mich nicht umdrehen, das ärgert Ernsthaft? Mich so. Ja, ich höre es direkt von hinten. Aber von da sind wir gekommen. Von da. Ja, ja, der kann ja trotzdem überall hier lang. Der ist quasi da, im Rücken von uns. Hörst du, das ist Schnippschnapp? Ich höre ihn, ja. Mal gucken, vielleicht macht er jetzt gleich Schnippschnapp Beine ab. Ja, das hat er sich zumindest vorgenommen gehabt, dass er uns beim nächsten Mal die Füße abschneidet, weil wir dann nicht abhauen können. What? Schon ein ungewöhnlicher Typ. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich verstecke mich in der Folge unterm Bett oder ich renne einfach durch. Ich bin für, ich verstecke mich unterm Bett. Ach komm, YOLO, ist mir egal. Aber da muss es weitergehen irgendwie, oder? Von naja. Da bist du... Hey, ja, ich weiß. Ich muss aber trotzdem nochmal hier lang. Weil es da nicht weitergeht, weil da alles zu ist mit so... Ne? Müll. Sicher, dass es da oben nicht weitergeht? Von da sind wir niemals gekommen. Warum glaubst du mir eigentlich nicht? Weiß ich nicht. Ja, also. Das andere war nämlich ein viel größerer Raum. Ja, ich weiß, wo wir letztes Mal waren. Ach so.
Hier kommen wir nur wieder in diese andere Seite, wo der Typ da gerade war. Das, okay. Das bringt uns nichts. Wir müssen in den großen Raum zurück, wo die Dingens waren. Die Betten. Sicher? Ja, ich habe da nämlich noch eine Ecke nicht geprüft. Und ich weiß ungefähr welche. Nur ich weiß nicht mehr genau, wie wir in diesen Raum kamen. Das war da andersrum lang, glaube ich. Egal. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Lol, wo ist denn der Scheiß jetzt? Ja, den Flur entlang, den er eben patrouilliert ist. Toll. Vielleicht kommst du aber da lang, wenn du da oben jetzt durchkletterst. Dann lande ich genau hinter der Tür auf der anderen Seite. Das ist fürs erste Mal, als wir hier angekommen sind. Einfach nur, dass man irgendwie hier aus dem Bereich rauskommt. Kann man echt da? War das ja, nicht mit den ganzen Betten? Ja, nein. Ja, Ficken! Jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Hat er dich? Nein, er hat uns, glaube ich. Nein! Hallo! Nein. Scheiße. Lauf. Oh lass mich. Gott. Tschüssen. War schön mit dir. Ich mach mich weg, ne? Lauf. Ja, ich hab mich an der Tür verhangen. Nein, nein, doch. Hier ist der Raum, in den ich wollte. Nein, das ist... Da gibt's auch noch mehr. Ja, ich weiß. Aber da kannst du dich bestimmt wieder irgendwo verstecken. Ah, Sackgasse! Oder? Nee, da ist der zweite Raum. Da ist der zweite Raum, genau. Jetzt kannst du dich vielleicht irgendwo verstecken. Oh mein Gott. Ist er noch da? Ja, da ist er. Ich weiß. So, komm, geh. Und in dem Raum meinst du? Ja, meine ich. Und zwar irgendwo da hinten. Weil da waren wir noch nie so richtig geguckt. Ja, komm, such doch nach den Betten. Aber nicht nach unserem, bitte. Guck mal, normalerweise müsste der uns doch jetzt eigentlich sehen. Das ist genau auf einer Sichtlinie. Oh Gott, er prüft die Betten. Hey, nobody likes a quitter. Wenn du jetzt hier drunter guckst, bin ich sauer. Ja, guck von der anderen Seite drunter, nein, auch nicht. Du musst ihn hinkriegen, dass er wieder wegläuft. Hm. Genau da, wo er jetzt hingelaufen ist, da ist der Bereich, wo ich hin muss. Okay. Und da waren wir echt noch nicht? Ja, ich werde sie glauben, wenn wir dann da sind. Weil ich bin diejenige mit dem guten Orientierungssinn, du weißt schon. Soll einfach mal wieder weggehen. Soll da hinten, wo du eben warst, in das Bett gucken. Wo ist der denn jetzt? Das frage ich mich auch. Ich höre die ganze Zeit so Ketten klirren. Ja, das könnte doch der da in dem Gespann sein. Ne? Eigentlich schon, ne? Nee. Der lebt ja noch. Der lebt zwar, aber der bewegt sich nicht so. Obwohl. Warte mal, ich muss mal drauf hören. Nee, das ist ja nicht. Das sind zwei unterschiedliche Geräusche. Einmal ist das eine Schere, die schnippelt, und einmal ist das sein Bein. Da zuckt die ganze Zeit immer ein Arm. Mhm. An der Hand. Also ist der jetzt genau da in der Ecke, weil er weiß, da geht's weiter. Ich vermute also, schon, ja. Das heißt, du müsstest jetzt quasi. Es nützt alles nichts, komm. Ein bisschen, du warst so todesmutig. Ich weiß nicht. Galgenhumor. Wo ist der Typ? Oh Gott, da ist voll dunkel. Vielleicht steht er da in der Ecke und sagt den Namen. Aber von da sind wir doch damals weggelaufen. Jetzt oder Ruhe. Nicht? Ja, da ist er. Ah, das ist aber ganz cool, weil dann kann ich den vielleicht jetzt in den anderen Raum locken. Und dann dementsprechend später in den anderen Raum gehen, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Jetzt ist er hier bei uns im Raum. Und dann kann ich den vielleicht umlaufen. Nein, nicht wieder dahin zurück. Wir sind auch von rechts gekommen. Von da quasi. Ja, das ist ja quasi. Da möchte ich hin und ich möchte, dass er dahin läuft. Ja, da gegenüber ist da nicht auch noch ein anderer Raum? Ja, aber der ist uninteressant. Ja, ja, dass er da, genau, dass er da hinläuft. Ja. Der ist reingelaufen, ne? Ja, ist er. Jetzt oder nie? Okay. Leroy Jenkins. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern die beiden Räume hier verbunden sind, ne, mit Wegen.
jeden Fall solltest du nicht langsam gehen. Aber von da sind wir da nicht damals gekommen? Ich höre was. Die sind die Räume verbunden, alles klar. Hey, sagt er. Ja gut, wenn du da lang kannst, dann können wir das auch. Hier lang. Der Schrank ist es nämlich. Also war ich doch gar nicht so verkehrt mit dem Schrank. Ja, aber halt, ne? Fünfmal mir nicht glauben, dass es wirklich der Schrank ist und nicht der andere. Ja, Entschuldigung. Gut, haben wir es ja geklärt. Ja, aber ich war richtig mit Schrank und Tür und da geht's weiter oder so. Das meinte ich ja. Ich hab recht, du hast Unrecht. Mann, jetzt will ich nur, dass der Typ uns hier endlich mal schieben lässt, weil das ist unsere nächste Aufgabe, den Schrank jetzt zu schieben. Quasi dasselbe wie gerade. Da hinten links ist der irgendwo. Kann ich hier durchlunzen? Da nix. Rechts frei. Da musst du hin. Und da ist er. Hast du nicht gesehen? Er hat uns gesehen, durchs Bett. Fick dich doch. Wie durchs Bett? Aber da ist doch... Ist ja, da war ja so ein Bett vor uns und da hat er durchgeguckt. Aber ist er nicht gerade in die andere Richtung gelaufen? Ist er so auch? Eigentlich schon, ja. Er nimmt den großen Weg und jetzt gleich guckt er nach rechts an dir so. Alter, das wäre schlimm. Nee, der muss hier irgendwo sein. Eigentlich, an für sich. Ich verbrate hier eine Batterie nach der anderen, ey. Komm schon, lass uns durch. Ich will doch auch nur hier raus. Ich will dir doch gar nichts. Wir wollen doch auch nur weiterkommen. Ne? Immer wieder so eine Phase, wo man nicht verfolgt wird, wäre schon geil. Ne? Also so für so einen Moment. Dieses Gefühl nicht im Grund. Unschön, unschön. Nein, nicht jetzt. Hat er dich? Ja. Alter. Oh Gott. Ja, er hat uns. La la la. Das war schon unschön jetzt, die Aktion. Hast du gerade genau ihm in die Augen geguckt, ne? Schon. Niu. Laufen wir einfach immer im Kreis. Das könnte man echt den ganzen Tag machen, im Kreis laufen. Kann man irgendwann überholt zu den, glaube ich, oder? Ich höre ihn nicht, aber... Doch, er ist immer noch hinter dir. Nein! Scheiße! Was ein Lappen! Ja, jetzt renne ich mit dir ums Bett rum. Mein Gott! Was ist denn da? Was ist denn das für ein Typ, dass er einfach die Tür vor sich zumacht? Wer wird sowas machen in so einer Situation? Oh mein Gott. Jetzt haben wir die Tür vor uns. Mach auf. Oh, und rennen. Oh mein Gott. Ist immer einer der? Da ist er. Da kommt er. Oh Gott. Hat der uns jetzt immer noch? Ja. Tatsache, er hat uns immer noch. Hallo. Haut er mir vor die Schnüss. Der ist aber ausdauernd heute, der Gute. Aber ich muss sagen, je länger ich in diesem Verfolgungsmodus bin, desto weniger schlimm finde ich das, weil so die Gefahr quasi, die man jetzt sieht, ne? Ist ja nicht mehr dieses Ungewisse, weißt du? Oh Gott. Aber ich würde so gerne an diesen Schrank rankommen, ne? Ich darf so frei, wie ich in dieser Karte. Ja, mal gucken, ob er uns hier findet. Ja, er findet uns hier. Hallo! That's who I am! Lol. Das war aber gerade Glück im Unglück. Lol, ist nicht der. Alter, ich stand vor dem. Bleib noch einen Moment. Nee, brauchst keine Kamera. Wir brauchen irgendein gutes Versteck, was hier uns das ermöglicht, dass wir hier, ne? Auch, dass er nicht zurückguckt. Also, die Distanz wäre es ein bisschen... Oh. Ach ja, ist klar. Gesehen. Weißt du... Ja, das habe ich nicht gemacht. Der Typ ist aufgestanden, der Spacko, ey. Ja, komm, lauf mir hinterher, ist mir egal. Aber ich glaube, ich habe jetzt den Trick raus, wie wir den abhängen. Einmal komplett rum. Und dann hinten wieder hinter das Bett, weißt du? Ja. Und ducken.
Ja, mit dem Trick geht's. Also wenn wir den Grease das nächste Mal uns gegenüber treten, einfach komplett einmal rum und dann hinters Bett. Das Ding ist nur, wir müssen irgendwann anfangen, den zu schieben. Da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wo er ist. Wenn er da hinten ist, dann kann ich einmal schieben und dann wieder laufen, weißt du? Mhm. Nee, dafür müssen wir jetzt einmal. Da ist er. Diesmal stehe ich nicht auf. Hoffe ich. Er sollte nach Möglichkeit da hinten in den Raum irgendwie reingehen, weißt du? Guck nicht zu weit. Ich will mich auf den Boden legen können, das wäre geil. Na komm, geh. Na komm, wieder. Kannst du mir bitte sagen, wie der uns jetzt gefunden hat? Das darf ja, da gar nicht so lange bleiben. Ja. Vielleicht ist das echt so, na, der geht da hinten hoch. Ich habe meiner Meinung nach die Tür gerade zugemacht, aber das Spiel wollte nicht so, wie ich wollte. Muss ich den vielleicht woanders erstmal hinlocken, weißt du? Ja, aber da muss er dann auch. Wir laufen zur Sicherheit eine zweite Runde. Wetten, ich laufe den gleich in den Rücken. Das wäre geil. Das klingt so, als ob wir die immer noch hinterher sind. Jetzt ist es nicht mehr so. Ist ja scheiße, dass der uns hier entdecken kann. Ach, weißt du was? Ich schieb jetzt einfach. Ist mir völlig egal. Schieb den mal. Schieb den mal. Dann findet er uns halt und schlägt uns einmal. Komm, Tür auf. Und auch nicht. Tschüss. Ah, schrei rum. Spasti. Komm, halt's Maul. Tür zu. Ich geb jetzt mal irgendwo einen Speicherpunkt. So. Verfolgt er einen wohl jetzt immer noch? Bisschen und nicht weiter. Einen wunderschönen Abend noch. Wir haben es gepackt. Tschüss. Tschüss.